Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, ich habe das Glas dann mal rausgenommen, aber wir müssen ja jetzt auch noch Glas nachstopfen. So. Wollen wir doch mal hier hinten jetzt weitermachen. Ja, davon können wir jetzt mal ein paar bauen. Ein paar Steinziegel, die werden wir gleich brauchen. Und dann geht es hier munter lustig weiter. So, Ding, 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 Ding. Da habe ich nicht aufgepasst. Ein bisschen gepennt. Oh, Mensch, man kommt hier aber auch so schlecht immer gegen die Strömung an. Das ist echt die wahre Pracht. Also ich finde, die ist ein bisschen, die ist ein Tuck zu stark. Könnte etwas schwächer sein. So, jetzt aber wieder raus und wieder rein. So, rein theoretisch sollte sie jetzt anfangen zu sinken. Damit können wir nur leben. Ja, hätten wir das geschafft. Dann natürlich wieder rausbuddeln. Ja, jetzt müssen wir dann aber auch wirklich mal was essen. Ach Mensch, ich hab's echt vergessen anzumachen. Ärgerlich. Ja, ich würde mal behaupten, hier haben wir einfach vergessen, noch ein paar Erdblöcke zu setzen. Man könnte es auch anders machen. Man könnte Türen platzieren und dann könnte man auch halt, wie gesagt, unter Wasser atmen, wenn man sich dann in die Tür stellt. Das würde gehen. Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Man könnte rein theoretisch auch hier die Grundplatte bauen und dann das Glas, die Glaswände schon mal setzen, dann das Ganze mit Wolle auffüllen und dann Glas drüber setzen und dann bräuchte man die Wolle nur noch anzünden und dann könnte man das auch so machen. Aber wir hatten schon so viel Wolle, um die dann einfach mal zu verbrennen. Also das frage ich mich dann bei der ganzen Geschichte so. Klar, es ist eine andere Möglichkeit, das zu bewerkstelligen, aber wie gesagt, ich habe nicht so viel Wolle. Also werde ich das dann im Zweifelsfall anders machen müssen. Der Möglichkeiten, was ich damit sagen wollte, der Möglichkeiten gibt es viele und das hier ist halt, wie gesagt, nur eine davon. So. Ihr glaubt's gar nicht, aber mir qualmt im Moment so ein bisschen das Hören. Ich nehme das hier alles zurzeit hintereinander auf. Ich glaube, ich habe jetzt die 2,5 Stunden dann bald gleich voll. Ich brauche eine Pause. Ich denke mal, nach dieser Folge werde ich dann auch meine Aufnahmesession-Pause einlegen. Dann soll erstmal echt genug sein. Das strengt dann ganz schön an. Meine Stimme bleibt mir mittlerweile auch langsam weg. Das heißt, ich werde heiser. Ihr könnt das ja selber mal ausprobieren, indem ihr einfach mal versucht, 2 Stunden oder 2,5 Stunden lang am Stück zu reden. Nicht mal so eben nebenbei, so alle 5 Minuten einen Satz. Nein, so 2,5 Stunden am Stück. Denke mal, das kann jeder, der das selber schon mal ausprobiert hat, der kann das nachvollziehen, wenn man dann wirklich die ganze Zeit am Moderieren ist. Das schlaucht ganz schön. Aber ich wollte das hier halt unbedingt fertig kriegen. Also einen Großteil davon. Ich habe doch auch noch irgendwo Scheiben, genau da. So, weil hier in die Ecke, da müssen wir erstmal eine Scheibe reinsetzen. Ja, hier machen wir es anders.
Ach, da können wir sogar so setzen. Das ist ja schick. Ohne dass wir ins Wasser müssen, können wir hier erstmal zubauen. Oh, blöd. Wollte ich eigentlich nicht. So sollte das. Ja, dann können wir hier die falsch gesetzten Scheiben gleich noch rausnehmen. Ding, ding, ding. Also wenigstens den schwierigen Teil, den möchte ich hier halt noch fertig machen. Und das ist ja das hier mit dem ganzen Wasser und mit dem ganzen Verfüllen. Aber ich denke mal, das haben wir jetzt dann auch fertig. Das ist ja jetzt wirklich nur noch das hier. Einen habe ich aber falsch gesetzt. Aber das macht nichts. Und dann haben wir wirklich den fürchterlich schwierigen Teil. Den haben wir dann eigentlich schon hinter uns. Und dann geht es eigentlich mit dem Easy-Teil weiter. Da brauchen wir uns dann nur noch durchzubuddeln. Und dann sind wir auch schon bald hinten angelangt, da wo wir hinwollen. Wir müssen von oben natürlich noch weiterhin Glas setzen. Das ist ja auch noch nicht alles so weit fertig. So, bing, bing, bing. Aber jetzt sind wir durch. Gut, das raus und Glasscheibe rein. Ja, doch gar nicht schlecht, dass ich hier noch die eine oder andere Glasscheibe mitgenommen habe. Ich glaube, das hier ist so ziemlich das Ende jetzt. So, bing, bing, fertsch. Ja, hätten wir das geschafft. Unser Glas wird da sicherlich im Ofen noch vor sich hin brutzeln. Bing, bing, bing. Das ganze Schwierige, wie gesagt, das ist jetzt erledigt. Ab jetzt wird es dann wieder leichter. So, ding, ding. Da können wir schon mal auffüllen. Ja, wir haben hier einen ganz netten Stein- und Glasverbrauch. Das ist schon, ja, das ist schon recht ordentlich. Ach, Menno. Naja, gut, dann nehmen wir einmal die Spitzhacke, auch wenn es eigentlich die verkehrte ist. Da hatte ich mich selber eingeklemmt. So, bing. Ah, ich hoffe nur, das Inventar läuft nicht voll. Ching. Hier. Da haben wir gleich wieder einen Wassereinbruch. Bing, bing, bing. Aber schon behoben. Ding, ding, ding. So. Schwierigste Strecke, die ist geschafft. Ich habe übrigens noch immer keinerlei Idee, wie ich den Leuchtturm bauen soll. Das ist ja bisher alles nur so irgendwie so, ja, wir bauen dann mal ein und ja, das war's dann. Wollen wir mal gucken. Ja, Slimes höre ich hier. Da können wir noch mal einen halben nachstecken und dann noch mal auffüllen. Dann können wir mal ein bisschen Erde rausschmeißen. Nee, Quatsch, das ist ja so rum. Ach, da. Genau. Ja, dann würde ich mal so behaupten, wir gehen dann mal mit dem, was wir noch haben, gehen wir gar nicht, weil erstmal gehen wir schlafen. Und dann gehen wir mal mit dem Glas jetzt nach draußen und dann bauen wir mal da weiter. So, ha, hu, ha, nö. Nichts am Start, aber das soll ja nichts heißen. Na, da hinten kugelt ein Zombie. Hätte ja auch anders laufen können. Wir kommen raus, Kollege Creeper.
Und das Wasser läuft den Gang runter. Da habe ich nicht mitgedacht. Da hätte ich vielleicht mal eine Wassersperre bauen sollen. Weil im Zweifelsfall läuft das dann natürlich komplett die Treppen runter und reißt uns da auch wirklich alles mit weg. Naja. Aber was ist schon das Minecraft-Leben ohne etwas Risiko? So geht das doch. Ja, und dann setzen wir erstmal das Glas hier, wo wir können. Auf der anderen Seite müssten wir schon wieder anfangen zu buddeln. Das werden wir zwar auch noch machen, aber jetzt setzen wir erstmal hier noch die ganzen Glasblöcke, damit wir mal ein bisschen Strecke schaffen. Ich hoffe nur, ich vergesse nicht irgendwo einen Glasblock zu setzen, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Das kriegt man ja relativ zügig mit, wenn es nicht passen sollte. Das Wasser wird schwer zu übersehen sein, wenn ich denn vergesse, irgendwo irgendwas zu setzen. So, ding, ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Nee, Quatsch, da haben wir schon. So. So wird ein Schuh draus. Ja, hier müssen wir dann natürlich auch zumachen. M2 ist dann so. Da ist auch zu. Machen wir das jetzt gleich? Ja, machen wir jetzt gleich. So. Plopp. Und plopp. Mann, aus einem eintiefen Wasser kommt man noch nicht mal mehr so halbwegs aufgetaucht. Ich höre schon wieder eine Fledermaus. Sehen kann ich aber, wie gesagt, keine. Ich höre die nur. Ich denke mal, unter uns wird irgendwo eine Höhle sein. Ja, hier nehmen wir natürlich auch noch alles raus. So, dann müssen wir nochmal zurückstratzen, nochmal gucken, was unser Glas sagt. Ja, und dann denke ich mal, wäre es gar keine so schlechte Idee. Ah, da ist noch ein Slime da vorne im Wasser. Dann weiter zu buddeln und dann drauf zu warten, dass das Glas fertig gebrutzelt ist. Dann oben wiederum das Glas drauf zu verlegen. Dann haben wir da schon mal fertig und aus dem Rest können wir dann getrost die Glasscheiben machen. Und da brauchen wir ja dann immer nur also halb so viele. Da werden wir dann schon besser mit hinkommen mit dem Glas. So, ding, ding, ding. Ja, kein Monster drin. Nö. Trotzdem mal zumachen. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus, wenn man hier so durchfährt. Vielleicht noch ein paar Lianen hängen. Weiß ich noch nicht. So, nochmal einen nachlegen. Ja, mit den 28, da werden wir noch nicht hinkommen. Packen wir mal den Rest Sand rein. So. Wir könnten rein theoretisch mal runterfahren und mal Streckenstücke holen und dann schon mal die Strecke weiterbauen. Ein Stück zurückschieben und dann passt das schon. Ja, hier unten die Steine raus und die nicht vorhandenen Cobblestone reinpacken. Blöd. Naja, was soll's. So, ich nehme mal die Streckenstücke mit hoch und ja, Ach, ich fahre beim nächsten Mal hoch. Ich sage hier jetzt erstmal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut.